Hallo zusammen, ich hoffe euch geht's allen gut. In dem heutigen Video möchte ich euch ein kleines Rätsel stellen und anschließend eine Sportübung machen, die ihr zu Hause alle nachmachen könnt. Für das Rätsel habt ihr eine Woche Zeit und dann schreibe ich euch die Auflösung in die Beschreibung vom Video unten rein. Das Rätsel geht folgendermaßen. Je mehr es bekommt, desto hungriger wird es. Und hat es alles gefressen, so stirbt es. Und ihr wisst ja, in vielen Spielen sage ich euch oft, mach mal 10 Kniebeugen oder mach mal 10 Hampelmänner. Und bei einigen von den Kindern sehe ich dann manchmal Ausführungen, die nicht ganz so sauber sind. Ja? Deshalb habt ihr jetzt die Möglichkeit, das einmal richtig gut zu üben, dass es sauber funktioniert, wenn wir es dann in der Schule spielen. Und zwar gibt es den kleinen Trick. Am Anfang habt ihr Beine und Arme am Körper. Und am Ende habt ihr die Beine offen und die Hände oben zusammen. Wenn ihr das ganz langsam anfangt und so den Hampelmann hin und her macht, dann könnt ihr das nach kurzer Zeit auch super schnell. Zusammen, ihr öffnet, klatscht oben mit den Händen zusammen. Das hilft euch als Orientierung. Ihr klatscht einmal oben mit den Händen und ihr klatscht einmal unten an die Oberschenkel. Ich verspreche euch, alle von euch, auch die jungen Schüler, schaffen bestimmt jeden Tag 100 Stück. Vielleicht nicht direkt zusammen, aber mit Pausen kann es jedes Kind schaffen. Am besten fangt ihr gleich am Morgen vor euren Schulaufgaben oder am Abend. Wann ihr es macht, ist egal. Hauptsache ihr macht es. Okay? Wir machen es einmal zusammen. Ich zähle mit alle 10er Schritte. Und 1, 10. 20. Ihr dürft auch schneller werden. 30. 40. 50. Okay, das wäre zum Beispiel eine gute Stelle für eine Pause. Ihr dürft auch 20 machen, Pause, wieder 20, Pause, bis ihr 100 habt. Dazwischen gerne mal einen Schluck trinken und so bleibt ihr auf jeden Fall schon mal super fit. Ich werde euch in den nächsten Wochen, Tagen auch noch andere Videos zur Verfügung stellen. Viel Spaß, bis dahin, tschüss.